Eine Unverschämtheit, mich hier zur Pappmaché-Figur zu machen, als wäre ich ein Kasperl, der für irgendwelche Bengel Theater spielt. Mich, den großen Pablo Ruiz Picasso, bei aller Bescheidenheit ein Jahrhundertgenie. Und dazu noch diese wirklich unerhörte Frage, wer ist hier Picasso? Ja, wer wohl? Von Kindesbeinen an habe ich mich mein Leben lang gequält, Meisterwerke zu schaffen, und sei es mit so einem kleinen Porträt meines Freundes Daniel Henry aus dem Jahre 1964. Da war ich immerhin schon 83 Jahre alt, und jetzt kommen diese Knirpse und sollen allen Ernstes in nur 2 Stunden dasselbe können, wofür ich mein Leben lang gebraucht habe? Sind die Größen wahnsinnig? Und dann zitieren sie mich dafür auch noch. Wisst ihr, was Picasso gesagt hat? Er hat ein ganzes Leben lang gebraucht, um so zu malen wie die Kinder. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ein berühmter Künstler sagt sowas. Das heißt, das, was Kinder machen, ist sehr wertvoll. Das soll ich wirklich gesagt haben? Eines weiß ich jedenfalls ganz sicher. Solche Malerkittel hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Aber das wird Ihnen auch nicht helfen. Es gibt nur einen Pablo, und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Picasso in 2 Stunden, lächerlich. Ein kindliches Gekleckse werden wir gleich erleben. Ein klägliches Gekritze. Ein Moment. Was ist das? Dieser Schnabel auf dem Kopf, diese Augen, das sieht doch aus wie... Ja genau, wie meine Eule. Das gibt's doch gar nicht. Und das? Das ist jetzt nicht wahr. Wie mein Bild. Wenn ich überlege, wie lange ich daran gesessen habe. Unglaublich, Kinder, wie macht ihr das? Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Punkte eh schon verbunden sind, dann kann ich doch noch mehr machen und sozusagen Netzwerk herstellen. Dann habe ich hier auf einmal gesehen, oh, das sieht aus wie ein Mund, das wie eine Nase und das wie 2 Augen. Dann habe ich hier noch Backen hingemalt und jetzt ist es ein Gesicht. Diese Spontanität, diese Kreativität, wie einfach das klingt. Müsst ihr wirklich schon weg? Das waren doch nur 2 Stunden. Bleibt noch ein bisschen, damit ich euch über die Schulter schauen kann. Denn selbst ich, der alte Pablo, kann anscheinend noch was lernen.